Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Show! Ja, wir starten hier in einer Mine mit einem Fernseher. Das ist aber nicht irgendeine Mine, sondern unser Zuhause! Und zwar das Update von unserem Zuhause. Ja, ihr denkt jetzt, ich bin verrückt, weil hier doch gar nichts Neues ist. Doch, erstens, ich habe mir mehr Truhen angelegt, weil ich das Ganze ein wenig sortierter brauche. Zweitens, ich zeige euch heute auch die Nether-Festung. Beziehungsweise nicht die Nether-Festung, die generiert wird, sondern die ich gebaut habe, die kleine. Weil ich fand das ganz hübsch, was ich hier gebaut habe. Hier geht's zur Creeper-Hütte. Gehen wir mal schnell zur Creeper-Hütte. Hoffentlich ist jetzt ein Creeper als Demonstration gespawnt. Nein, ich glaube auch, wir spawnen keine Creeper. Ich bin mir nicht ganz sicher, getrennte Meinungen, aber egal. So, hier spawnt man halt, da sind Öfen und Crafting-Table. Hier kann man dann halt hochgehen, Eingang Netherwelt und hier ist man dann halt in der Netherwelt. So, slash warp Mine, dann geht das Ganze ein wenig schneller. So, jetzt zeige ich euch als nächstes unser Mini-End, wo der gute Chinook sehr gut mitgewirkt hat, denn auch neben mir ist. Hallo. Ja, hier ist mal unser Mini-End. Jetzt zeige ich euch dann noch unser Mini-Nether. Übrigens, das ist unser Wohnzimmer hier. Hab ich gebaut. Das hat Chinook gebaut. Dann hier die Weizenfarm, die hat Chinook zum Teil und gebaut. Zuckerrohr. Dann hier Eierfarm, Kaktusfarm, genau. Kaktusfarm, Weizenfarm, Push-Up-Tränke. Hier ist Push-Up-Tränke und Weizenfarm, das wird genau gezeigt. Ob hinter oder vor. Die Weizenfarm ist zum Beispiel. Ah, da ist Chinook. Die Weizenfarm ist zum Beispiel hinten und die Push-Up-Tränke sind hier vorne. Ja, die Weizenfarm wird gerade noch vorne. So, dann zeige ich euch die vollautomatische Kaktusfarm. Oh, und perfekt. Das ist eine Melone. Nein, Kaktus. Perfekt, zum perfekten Zeitpunkt haben wir schon einen Kaktus bekommen. Dann die Eierfarm. Oh, nicht im Betrieb. Ist doch jetzt schon im Betrieb. Das habe ich vergessen abzubauen. Ja, sind schon wieder 5 Eier. Perfekt. So. Dann haben wir hier noch die Weizenfarm. Ja, draußen erstmal zeige ich noch das Mini-Nether. Hier das Mini-Nether. Hier kann man in die Netherwelt. Da spawnt man auch beim Portal. Übrigens, hier die Millionen- und Kürbisfarm. Hoffentlich ist schon eins nachgewachsen. Dann können wir das einmal schnell demonstrieren. Ja, ihr kriegt das dann halt hier. Achtet mal unten auf mein Inventory. Und wir stellen das bereits zum Download. Das heißt, ihr könnt damit Singleplayer machen oder euren eigenen Multiplayer. Und dort weiterbauen, wie ihr es halt wollt. Deswegen machen wir Map-Download auch jetzt, damit ihr so weiterbauen könnt, wie ihr wollt. Die Weizenfarm wird nicht mit in dem Download sein, zumindest nicht fertig. Ihr könnt die dann zu Ende führen, wenn ihr wisst, wie es geht. Oder wie wollen wir sie nicht lieber fertig reinstellen? Ja, dann machen wir die auch noch fertig, dann wird das schon. Hier unser Mülleimer, da unser Wasser zum Nehmen. Ach, schade, Rohr ist nicht gewachsen, sogar Rohr, das wir uns noch mal zeigen können. Hier slash warp Eierfarm 2. Das ist die gebaut. Die habe ich gebaut. Die ist bloß voll fail geworden, weil ich zu viele Hühner reingetan habe. Deswegen legen die keine Eier. Aber egal, das ist ja vollkommen egal. Slash warp. Was ist die bigger Farm? Mine. Ja, und ihr könnt natürlich auf unseren Server kommen. Kein Problem, wie viele Minuten haben wir? Ihr könnt natürlich auf unseren Server kommen. Der Server ist frei für alle. Was ihr braucht, haben wir. Ja, ihr braucht. Nein. Ah, nee, wollen wir ja noch mit. Wollen wir ja noch mit No IP. Mit No IP, die Programm. Den Link stelle ich auch in die Beschreibung. Aber es kostet was pro Monat. No IP kostet nichts pro Monat. Ach, klar. Die Internetseite? Ach ja, genau. Nee, NoIP kostet nichts. Nein. Hä? Nein, NoIP kostet nichts. Das Programm nicht. Aber die Internetseite wurde es umgestellt? Ja, wurde doch umgestellt. Ich dachte, musst du jeden Monat was bezahlen? Ja, eigentlich. Ja, auf jeden Fall, mehr Diskussionen machen wir jetzt hier nicht. Ja, ihr habt alles so ein bisschen gezeigt bekommen. Natürlich war geil, dass die Kaktusfarm schon bereit war. Hier unser Zuckerrohr ist auch schon gewachsen. Zeig doch mein Leben. Ah, nee, dann musst du erstmal den ganzen Aufschwung wieder aufmachen. Was denn? Vorhin war er so klug, er hat vergessen, Slash TP zu mir zu machen. Ist er erstmal in das Portal entlang gesprungen und hat sich jetzt. Ach ja, genau. Ich zeig euch im Mini-End das mal. Da habe ich nämlich einen kleinen Weg gemacht für euch.
damit ihr aus dem Mini-End auch wieder rauskommt, weil manche wissen nicht, wie sie rauskommen. Also der Ender-Dragon, der ist schon gekillt hier. Eigentlich, wir sind hier mehr Leiter, das beheben wir nochmal. Du musst einfach nur Mittel, du musst einfach nur Maus verhalten. So, jetzt haben wir hier halt eine Beschreibung. In die normale Welt, hier einfach den Weg folgen, hier ist ein bisschen kurvig, das habe ich mir Absicht für gebaut, ist ein bisschen funniger, wird der Weg ein bisschen länger. Hier den ganzen Weg. Hier langlaufen, das dauert ziemlich lange, weil der ist ausgerechnet an der anderen Seite gestorben. Ja, genau an der anderen Seite. Schrecklich. So, dank dir. Ja, dann können wir hier hoch. Und hier könnt ihr wieder in die normale Welt. Da springe ich jetzt nicht rein, weil dann kommt der Abspann. Ich mag Slash, Warp. Luna, wir empfehlen übrigens, die Warps da zu machen, wo wir auch die Warps haben. So. Ja, gerade Kamea und ja, das war's eigentlich auch schon. Schön alles gezeigt. Bloß leider konnte ich jetzt Weizen nicht zeigen. Ach, hier ist unsere Truhe. Ja, wie gesagt, der Server geht morgen online am 10.8. Und wäre schön, wenn ihr uns besucht. Ihr spawnt oben im großen Nichts. Ihr könnt dann einfach slash warp mine machen und dann startet ihr hier. Ja. Das Gute ist, ihr könnt unsere nicht hacken, das können nur die Ops gegenseitig. Wir können auch aber in eurem ihr guckt euch das an. Ja, wir machen das aber nicht, weil das ist privat. Hier Braustand, das Kessel, das können alles. Wir alles nichts von uns benutzen. Ja, ich weiß, wir werden die Kessel und Braustände aber also freischalten für die, weil dann können wir das machen. Das macht man überall. Gut, das war's schon. Und das kleine Update, das 7-8 Minuten Update, das war's schon von uns. Und ciao. Bye bye.